Yo Leute, Brot ist wieder am Start, heute mit richtig guter Laune. Und ja, ihr habt wahrscheinlich das Thumbnail gerade gesehen und fragt euch, what the fuck, was macht der denn eigentlich im Moment? Und fragt ihr euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger und ich habe davon dazu auch schon ein paar Nachrichten bekommen. Und ich habe ja das Abitur gemacht dieses Jahr und hatte dann eben 2 bis 3 Monate schön Urlaub, sage ich mal, schön Ferien. Und habe einfach mein Leben gechillt, Urlaub gemacht, habt ihr auch mitgekriegt. Und ja, was macht der kleine Spaß eigentlich jetzt die letzten Wochen und Monate überhaupt? Und ja, ich habe mich dazu entschieden, noch nicht zu studieren, beziehungsweise jetzt erstmal ein freiwilliges Jahr zu machen. Oh mein Gott, freiwilliges Jahr, was machst du da eigentlich? Und ja, ist einfach so gekommen, weil ich mir nicht sicher war, was ich eben studieren wollte. Und deswegen bin ich einfach jetzt im Moment ganz gechillt in einem freiwilligen Jahr und habe jetzt vor einer Woche angefangen, genau vor einer Woche, wenn ihr das hier seht, vor einer Woche am Montag, vor einer Woche, yo, alles klar. Und das war am 1. September und mache das jetzt eben bis nächstes Jahr, 31.8. meine ich, wäre das dann. Ja, muss da eben so größtenteils so im technischen Bereich bei den Medien so ein bisschen die Leute da supporten und denen ein bisschen helfen, das da aufzubauen, denen zu erklären, wie die Medien funktionieren und so weiter. Aber auch so allgemeine Sachen, also ich bin da so quasi halt als Freiwilliger auch so für alles da, was gerade so anfällt. Ja, und davor habe ich eben halt, wie gesagt, einfach Urlaub gemacht, gechillt und ja, wie gesagt, habe ich jetzt eben vor einer Woche angefangen zu arbeiten und ich muss sagen, meine Arbeitszeiten, also es ist schon eine Umstellung von der Schule so direkt ein bisschen zu arbeiten, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie der mega harte Job. Wobei ich am dritten Tag direkt mal von morgens um 8:30 bis abends um 8:30 gearbeitet habe. Einfach mal eine 12-Stunden-Schicht gemacht, ein paar Überstunden, konnte dann den nächsten Tag auch einfach früher gehen. Aber das war schon echt extrem hart, also für alle unter euch, die noch zur Schule gehen, das werden ja wahrscheinlich die meisten sein. Also es kann schon echt anstrengend sein, aber ich finde die Leute, weil die da alle korrekt sind und so weiter und mich alle da sehr nett empfangen haben, finde ich es eigentlich auch jetzt nicht so schlimm, dass ich aus der Schule raus bin. Auch wenn ich mich so ein bisschen noch zurücksehne, weil Schule war einfach eine echt geile Zeit. Und also ohne Scheiß, genießt eure Schulzeit. Es ist einfach richtig geil, aber so ein Freiwilligenjahr ist jetzt auch irgendwie, schadet mir nicht. Und ich helfe da den Leuten und die helfen mir im Gegenzug natürlich auch. Ich sammle Erfahrungen und bla bla bla, interessiert euch vielleicht auch gar nicht. Und auf jeden Fall war es das dazu und jetzt komme ich zu einem Punkt, was ich euch noch sagen wollte, was jetzt relativ wichtig ist für mich, aber für euch vielleicht nicht so. In so einem freiwilligen Jahr muss man eben 4 Wochen in diesem Jahr ein Seminar machen. Also wird man eben eingeladen und muss dann halt jeweils für eine Woche ist das. Also ich bin jetzt eben nächste Woche von Montag bis Freitag auf Seminar und ja, mal gucken, was ich da so erleben werde. Also ich habe von anderen schon gehört, die ein FSJ machen. Also ein freiwilliges soziales Jahr, dass die da teilweise auch ins Kino gegangen sind und so weiter und das eigentlich echt extrem chillig war. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es bei mir auch ungefähr so wird, aber ich mache halt Bundesfreiwilligendienst, nennt sich das. Das ist eigentlich das Gleiche, nur halt von 18- bis 26-Jährige und FSJ ist eben so direkt nach der Schulzeit. Ist jetzt eigentlich das Gleiche, nur ich gucke mal, ob dann das Seminar irgendwie anders wird, aber das wird sich alles schon irgendwie geben. Und ja, dann denke ich mal, wird das auf jeden Fall ganz chillig. Nur das Problem ist, ich habe jetzt noch, außer dieses Video, was ich gerade aufnehme, noch kein Video vorproduziert. Es ist schon Sonntag, deswegen muss ich gucken, ob ich da irgendwie was noch hinkriege für euch. Habe ich natürlich, also ich will das auf jeden Fall irgendwie hinkriegen, dass ich dann noch ein Video irgendwie für Mittwoch, Donnerstag so oder so hinkriege, dass ihr nicht wieder eine Woche da ohne Video dasteht. Und das finde ich auch eigentlich scheiße, weil ich habe eigentlich Bock auf Videos machen und finde einfach echt nicht so die Zeit. Also ich habe einfach nicht so viel Zeit und immer wenn ich Zeit habe, mache ich Videos und deswegen hoffe ich, das geht klar und ihr bewertet dieses Commentary auch wieder fleißig, dass ich auch richtig Motivation habe, dann danach weiterzumachen und wenn ich da gerade auf meinem Seminar rumschimmel, dann auch was zu lesen habe, also schreibt mir bitte was in die Kommentare, auch wenn es nur irgendwie ist, ja du Spast, ja, du musst jetzt eine Woche da irgendwie rumgammeln. Also ich muss das auch mit Übernachtung machen, deswegen bin ich nicht zu Hause, kann keine Videos machen, das habt ihr wahrscheinlich schon gecheckt. Und ich würde sagen, Gameplay ist vorbei, hier MP7, upgeraged hier auf Hijacked und haut rein Leute, bewerten und kommentieren nicht vergessen, Facebook, Instagram und so weiter, alles abchecken, alles in der Beschreibung und macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.